Dann würden wir weitergehen zu unserem letzten Vortrag. Herr Berg aus Berlin, Optimierung der Implantation des Achmed-Ventils über einen skleralen Deckel. Sehr geehrte Vorsitzende, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Das Achmed-Ventil ist bei uns in Deutschland als episkleral Drainageimplantat mit Ventilmechanismus in der Behandlung meist therapieresistenter primärchronischer Offenwinkelglaukome etabliert. Funktionsprinzip ist ein in die Vorderkammer gelegter Silikonschlauch, der das Kammerwasser in einen Korpus mit Ventilmembran an die episkleral fixierte Basisplatte drainiert. Die Operation gilt als technisch anspruchsvoll, wobei insbesondere Atrophien von Bindehaut und Sklera am Übergang des Schlauches in die Vorderkammer ein Problem darstellen können. Neben der Selektion eines geeigneten Patientenkollektivs und einem einwandfrei funktionierenden Implantat sind somit insbesondere eine ausgeklügelte Operationstechnik maßgeblich für den postoperativen Erfolg. Um den Einfluss dieser besser zu ergründen, haben wir in der Augenklinik Berlin-Marzahn in einer retrospektiven Evaluation 15 pseudophage Augen mit fortgeschrittenen Glaukomen untersucht. Die Patientendaten wurden präoperativ, 2 Wochen postoperativ und ab 3 bis 6 Monaten postoperativ im Zeitraum von Mai 2018 bis Dezember 2020 erhoben. Untersucht wurden der Visus, der Augeninnendruck, die Notwendigkeit antiglaukomatöser Augentropfen, postoperative Komplikationen oder notwendige Folgeeingriffe. Während der Operation erfolgte zunächst die übliche subkonjunktivale Einbettung und Platzierung mit Fixation der episkleralen Basisplatte. Danach galt es, den Schlauch sicher in die Vorderkammer zu bringen und zu platzieren. Dazu wurde jetzt eine Modifikation vorgenommen. In 5 mm Limbusabstand wurde ein Skleradeckel mit 4 mm Breite und 2 mm Länge präpariert. Dieser wurde dann in seiner Länge unterfahren, um mit einer 23-Gauge MVR-Lanze einen direkten Stichkanal in die Vorderkammer zu legen und diesen mit Viskoelastikum aufzufüllen. Letztlich wurde der Silikonschlauch mit Schliff nach anterior auf die erforderliche Länge zugeschnitten und in etwa 2 mm in die Vorderkammer platziert, ohne dass er das Hornhautendothel oder die Iris berührte. Letztlich wurde der Skleradeckel mit Nähten zugenäht zur Fixation des Schlauches und die Bindehaut darüber readaptiert. Hier im Bild rechts dargestellt auch das Schlauchende in der Vorderkammer unter direkter gonioskopischer Sicht. Durch den Skleradeckel wird zum einen ein regulierter Kammerwasserabfluss gewährleistet, ohne die Notwendigkeit einer Schlauchligatur. Des Weiteren besteht durch den tiefen Zugangsweg in die Vorderkammer kaum Gefahr für eine Bindehautdehiszenz. Zu den Ergebnissen. Die Patienten waren im Durchschnitt 78 Jahre alt, 71% der Patienten waren männlich. Alle Patienten hatten fortgeschrittene Glaukome, entsprechend einer Mean Deviation von minus 24,47 Dezibel und einer durchschnittlichen RNFL von 57 Mikrometern. Hier im Bild dargestellt anhand zweier exemplarischer Befunde eines typischen Gesichtsfeldbefundes und eines Papillen-OCTs zweier Patienten. Die Patienten hatten im Schnitt bereits eine antiglaukomatöse Tripeltherapie sowie bereits 3 Glaukomoperationen oder Interventionen hinter sich. Beim Visus zeigte sich ein leichter Abfall von präoperativ 0,37 auf postoperativ 0,30, allerdings statistisch nicht signifikant. Sehen wir uns nun den Tensioverlauf an. Präoperativ lag der durchschnittliche maximale Augeninnendruck bei 35 mm Hg. Postoperativ zeigte sich die für das Achmed-Ventil typische sofortige starke Augendrucksenkung. Ab 3 Monaten postoperativ betrug diese 14 mm Hg. Das bedeutete, der Augendruck konnte in absoluten Werten von präoperativ zu postoperativ um 21,6 mm Hg oder 61% gesenkt werden. Das bedeutete für den Patienten, 70% der Patienten brauchten keine Lokaltherapie und nur 30% bedurften postoperativ einer Mono- oder höchstens einer Dualtherapie. Hier im Bild rechts dargestellt ist der Skleradeckel mit dem Übergang des Silikonschlauches in die Vorderkammer. Bezüglich der Ereignisse in den ersten 2 Wochen nach der Operation zeigten sich bei knapp der Hälfte der Patienten keinerlei Auffälligkeiten. 4 Patienten zeigten eine Bulbushypotonie von unter 5 mm Hg, weitere 3 Patienten eine Aderlautamotio, jedoch außerhalb des hinteren Pols, und nur ein Patient ein Hyphema. All diese Ereignisse waren bis auf eine Aderlautamotio nach 6 Wochen komplett regredient. Im späteren Verlauf zeigten sich bei 2 Patienten der Silikonschlauch etwas weiter in die Vorderkammer ragend, sodass eine prophylaktische Schlauchkürzung via Paracentese vorgenommen wurde.
Zusammenfassend handelt es sich beim Armmitventil um eine anspruchsvolle Operation, insbesondere zur Behandlung des therapieresistenten primärchronischen Offenwinkelglaukoms. Die hier dargestellte modifizierte Operationstechnik mit einem skleralen Deckel und einem verbesserten Übergang des Silikonschlauchs in die Vorderkammer stellt aus unserer Sicht hier ein sowohl sicheres als auch effizientes Operationsverfahren dar. Einerseits zeigten sich in puncto Sicherheit nur vereinzelte Passagiereauffälligkeiten wie Hypotonien, Aderhautammotionis oder ein Hyphema. Der Augeninnendruck konnte um einen beträchtlichen Betrag, etwa 22 mm Hg bzw. 60%, gesenkt werden. Das bedeutete, dass ein Großteil der Patienten langfristig frei war von Antiglaukomatosa und es zeigten sich keine gravierenden Komplikationen wie eine Bindehautdehiszenz bzw. Schlauchexposition oder Scleraatrophien. Somit scheint die hier dargestellte Operationstechnik in der Tat eine Optimierung der Implantation des Armmitventils darzustellen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, Herr Berg, herzlichen Dank für diesen schönen Vortrag. Eine sehr interessante Technik. Eine kurze Frage von meiner Seite. Sie hatten drei Hypotonien. War das eventuell ein undichter Skleradeckel? Das heißt, konnten Sie bei den Patienten ein vorderes Filterkissen beobachten? Oder was nein, denken das Sie? Alles meines Erachtens nein, es waren unkomplizierte Hypotonien. Seide war in allen Fällen negativ. Und durch den 23-Gauge-MVR-Schnitt und der genau auf die Größe des Schlauches auch zugeschnitten ist, im Prinzip ist auch eine sichere Tamponade gewährleistet worden, sodass geringes Risiko besteht, dass eine Leckage über diesen Tunnel überhaupt möglich ist. Also die Hypotonien sind die typischen Folgeerscheinungen eines frühpostoperativen Verlaufs des Armmitventils. Ja, also. Danke, Herr Berg. Herzlichen Dank.